Hallo Leute, Dreilauge hier. Heute habe ich eine Stunde City Skylines 2 Gameplay für euch. Und zwar sind wir wieder in Radlerhausen unterwegs. Allerdings, wie vielleicht auch dem Filling-Zuschauer auffallen wird, müssen wir nochmal ein bisschen was von vorne machen. Denn es gibt wieder einen neuen Build und damit ist mein letztes Self-Game leider nicht so ganz kompatibel. Und dementsprechend müssen wir noch ein bisschen Sachen neu bauen. Und dementsprechend müssen wir dann auch unsere große Zuglinie voll machen. Aber auch noch einige andere Sachen und ja, deswegen würde ich sagen, geben wir einfach mal direkt Gas, denn wir haben ja nur eine Stunde. Und bauen hier noch ein paar neue Viertel und schauen dann insgesamt, dass wir auf das große Meilensteinchen der mittleren Stadt kommen. Das heißt, heute werden wir das bedeutende Städtchen, das größere Städtchen, die Kleinstadt, die Kreisstadt und dann am Ende eben auch die mittlere Stadt voll machen. Und uns dann eben anschauen, wie das Ganze ausschaut. Wir werden dabei natürlich dann auch noch die ganzen Gewerbegebiete mit hoher Dichte, aber auch die Büros mit hoher Dichte sehen. Die Wohngebäude mit höherer Dichte, die hatten wir auch schon in der letzten Folge. Aber da werden wir auf jeden Fall heute nochmal ein bisschen nachlegen. Außerdem gibt es dann auch nochmal die Autobahn und wir können dann auch Werbung für unsere Stadt machen und damit auch Touris anlocken. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze dann letzten Endes ausgeht. Ansonsten habe ich dann auch noch die ein oder andere, ja, ich sag mal, den ein oder anderen Gedanken auch zum ja nahenden Release. Und den will ich natürlich dann im Verlauf dieser Stunde, die wir hier gleich miteinander verbringen, auch mit euch teilen. Denn der ist ja wirklich nicht mehr so lange weg. Und ja, da haben wir auf jeden Fall einiges vor. Es wird auf jeden Fall ein Let's Play starten, allerdings nicht mit diesem Safe Game, denn das, ja, das hat halt einfach noch so ein paar, ich sag mal, Early Access Tweaks und dementsprechend will ich da ein frisches Städtchen anfangen. Und dann machen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Low Density, das heißt, wir machen hier unsere Wohnnachfrage weg und wir müssen dann aber natürlich auch schauen, dass wir diesen Leuten wiederum ein bisschen Arbeitsplätze geben. Und ich glaube, die packen wir mal hier hinten rein. Da machen wir mal nochmal ein schönes neues Industriegebiet hier noch rein. Und ja, ich mache das jetzt einfach so ein bisschen wie Anno hier. Machen hier ganz entspannt die Linien. Also ich glaube, amerikanische Städteplaner werden an der Stelle auf jeden Fall stolz auf mich. Und ja, das Auge, das ist hier in diesem Viertel auf jeden Fall nicht mit, aber ich will jetzt halt eben auch noch ein bisschen expandieren, ein bisschen was sehen heute. Und vor allem euch natürlich auch ein bisschen was zeigen. Und deswegen geben wir da auf jeden Fall ein bisschen Stoff. Und schauen auch vor allem, dass wir heute ordentlich expandieren. Und dass wir das Ganze einfach groß denken. Finde einfach sehr, sehr schade, wie wir jetzt gerade gar keine öffentlichen Verkehrsmittel haben. So richtig, bis auf die Busse. Weil ich glaube, eben schauen. Ja, die Metro, die hat es mir nämlich auch zerrissen. Da bin ich schon auch ein bisschen traurig. Aber so ist das. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dass wir hier noch die Schienen bauen. Oh. Die Schienen. Die könnte ich eigentlich hier drüben bauen und dann da hochlegen. Aber will ich die nochmal so bauen wie letztes Mal? Oder will ich hier stattdessen vielleicht die Straße drüber legen? Oder will ich es vielleicht ganz anders bauen? Könnte auch. Habe ich noch so ein Teil übrig? Nee, aber bald. Das hier freischalten. Können wir den hier auch ein bisschen außen rumlegen. Dann können wir hier noch eine schönere Kurve fahren. Dann müssen wir nicht über zwei Straßen drüber. Dann haben wir nur eine Brücke. Das sollte das Ganze doch ein bisschen leichter machen. Den schließen wir hier noch schnell an die Straße an. Zack, zack, zack. Und dann machen wir den noch hier hoch. Und der braucht halt noch die Schiene der Bahnhof. Und dann brauchen wir hier wiederum natürlich auch noch weitere Industriegebiete. Und dann packen wir hier auch noch ein paar Querstraßen noch rein, damit das Ganze hier passt.
Und ja, ich denke mal, ich werde dann mal so ungefähr am 19. oder am 20. ungefähr um den Dreh rum auch nochmal ein Video rausbringen. Wenn alle Pläne klappen, indem ich dann auch nochmal über alle Sachen, die mich, ja, die mich stören, die mir aber auch gut gefallen, reden, um da nochmal so ein bisschen so ein, ja, so ein kleines Urteil zu fällen vielleicht auch. Kann halt aktuell Stand jetzt noch nicht über alle Dinge reden. Aber ich schätze mal, dann kurz vor Release sollte das auf jeden Fall möglich sein. Und dann werden wir uns das Ganze auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Denn jetzt ist auf jeden Fall erstmal nur an Spielen angesagt. Aber ich habe da auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Ja. Alles in allem brauchen wir auf jeden Fall hier diese Ecke. Die will ich haben. Damit ich da einmal ums Eck bauen kann. Und dann können wir unseren Bahnhof nochmal neu legen. Und ich glaube, wir machen hier auch nochmal eine große... da eine große Straße vielleicht hier. Da nochmal eine große Straße raus. Legen wir den rüber, während im Hintergrund das ulkige Radio läuft. Hoffe auf jeden Fall, dass wir da dann auch noch mal ein bisschen mehr Abwechslung kriegen mit der Zeit. Denn wenn man das zum hunderten Mal gehört hat, dann wird das irgendwann auch eintönig. Okay, das passt. Den machen wir dran. Den machen wir dran. Und den machen wir dran. Hier machen wir nochmal eine Stufe 2. Vertigo Square ist aber neu, oder? Den hatten wir letztes Mal nicht, den Vertigo Square. Plus 3 Wohlbefinden. Ein Umkreis von 750 Metern. Den machen wir mal hier ins Eck. Und wir haben ein Industrieding hier. Plus 1% Industrieeffizienz stadtweit. Für diesen riesen Moloch hier. Den packen wir mal da in die Ecke. Oh, der schaut echt gut aus. Jetzt kommt auch schon wieder der Winter. Alright, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was fehlt? Hohe Kriminalität. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Polizia. Ja, da oben ist halt gar nichts, ne? Alles klar. Jetzt haben wir endlich den Meilenstein wieder. Den hatten wir ja eigentlich schon. Aber gut. Jetzt haben wir den nochmal. Und jetzt kann ich hier nochmal in das Eck reingehen. Und dann können wir hier reingehen. Ich werde aber wahrscheinlich nicht dasselbe nochmal bauen, sondern jetzt neue Dinge bauen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es euch mal das Self-Game zerschießt. Ich mache dann ungern nochmal genau dasselbe, was ich gerade schon verloren habe. Sondern ich mache dann lieber was Neues. Denn, ja, ist ja langweilig, ne? Wenn man das einfach nochmal macht, was man ja eh schon gesehen hat. So, und dann gehen wir hier rein. Und wir brauchen noch kein Krankenhaus, glaube ich. Verbrennungsanlage, wo könnten wir noch rein? Was könnte noch Sinn machen? Zentralbank. Wir machen einfach mal die Zentralbank. What could go wrong? Zentralbank klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kostet aber 2,4. Okay, dann müssen wir da einfach ein bisschen sparen. Dann kriegen wir das hin. Sobald wir 2,4 haben, machen wir die Zentralbank klar. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Dann machen wir hier noch ein bisschen Industrie größer. Und hier müssen wir nochmal einen Cut machen. Also ich finde, der Winter ist echt schick. Der macht was her. Man hat auf jeden Fall so ein bisschen Winteratmosphäre, finde ich. Und jetzt können wir den hier doch verlagern. Und so.
zwar machen wir den. So. Das machen wir weg. Den machen wir auch weg. Boah, mir fehlt so diese Copy-Ding, ne? Diese Copy-Funktion. Von dieser einen Mod. Beziehungsweise auch generell so eine typische Anno-Funktion, ne? Und dann machen wir das Ganze nämlich hier noch weiter. Und dann legen wir den hoch. Wieso macht er den nicht? Ah, da hat er ihn doch gelegt. Macht doch einfach hier die Brücke jetzt. So, so. Okay. Die Brücke müssen wir gerade machen. Na komm schon. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Dann machen wir hier einfach den hier. Und dann machen wir den hier. Bitte. Schwere Geburt, aber hat geklappt. Höhe wieder umstellen. Okay. Und dann können wir den doch hier reinhauen. Genau. Und dann können wir hier natürlich auch die Schiene wieder weitermachen. Und hier haben wir halt wieder das Problem. Jetzt müssen wir das halt leider trotzdem nochmal alles neu machen. Das finde ich ja schon ein bisschen nervig. Aber da müssen wir nochmal drüber. Okay. Und dann müssen wir hier wieder eine weite Kurve machen. Oh, ich bin schon wieder viel zu weit. Weil da oben müssen wir noch einen Bahnhof hin. Und zwar einen Güterbahnhof. Das heißt, wir machen hier nochmal die Brücke rüber. Die enge Brücke. Oh boy, das schaut nicht gut aus. Oh boy, wie soll da jemals ein Zug drüber fahren? Ah, wobei. Nee, das überlappt schon wieder irgendwas. Da kommt noch die Brücke rüber. Ach, lol. Aber so geht's, ne? Ich hoffe, das geht so. Es ist wild, aber ich hoffe, es funktioniert. Okay, wir brauchen wieder währenddessen natürlich noch neue Einwohner. Wo haben wir die hier? Irgendwo müssen wir da wieder Platz schaffen. Hier eine Line nach oben. Nee, aber von hier aus. Perfekt. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Square machen. Ziehen wir den hier einmal rüber. Und dann hauen wir die hier rein. Ah, und jetzt kann man die Zentralbank machen. Perfekt. Die machen wir hier drin. Und zwar machen wir die direkt sehr zentral, die Zentralbank. Perfekt. Und dann hauen wir hier, was brauchen wir hier? Wohnanfrage mittlere Dichte. Machen wir. Und was brauchen die noch? Gewerbe, einfach nur Gewerbe. Kriegen wir hin. Das sollte das Problem nicht sein. Und da einfach nochmal Gewerbe hier mitten in die Wohngebiete rein. Sehr schön.
Da kommt nochmal Industrieron. Und wir können jetzt eine Ölraffinerie machen. Die ist ja nochmal neu. Ich weiß gar nicht, ob wir Öl haben. Doch, da unten haben wir Öl. Das heißt, wir können hier eine Ölraffinerie machen. Ha! Wir machen einfach eine lange Straße darüber. Die lange Straße des Öles. Die ölt richtig, ey. So, machen wir hier runter. Sehr gut. Sollte klappen, ne? So, und dann können wir hier natürlich noch die Zone ziehen. Fürs Öl. Das müssen wir dann natürlich noch ein bisschen expandieren. Sobald ich die Möglichkeit habe. Genau. Sehr schön. Das hier mag ich auf jeden Fall. Dieses Ziehen von den einzelnen Feldern. Wie das gemacht ist. Sehr, sehr elegant. I like. Okay, damit haben wir schon mal Öl. Zurück zu den Zügen. Müssen noch die Züge fertig machen. Beziehungsweise ihr müsst nicht. Ich muss. Ihr könnt chillen. Aber ich muss hier auf jeden Fall einen Güterbahnhof machen. Güterzugendstation. Okay. Dann machen wir den hier. Fertig. Macht es Sinn, die Straße da oben zu machen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Ich hoffe es sehr. Verurteilt mich nicht dafür. Es ist, wie es ist. Okay. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Industrie rein. Sehr gut. Sehr schön. Da machen wir auch nochmal Industrie rein. Überall noch mehr Industrie. Jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, wir brauchen noch eine... Erstmal mehr Lagerhäuser. Aber wir brauchen vor allem auch... noch viel, viel, viel mehr Gleise überall. Also Güterroutenwerkzeug. Wie funktioniert das? Okay, da muss auf jeden Fall noch eine Ausweichroute hin. Er darf da nicht durchfahren. Aber die anderen Schienen wird er ja benutzen können. Also machen wir hier einfach nochmal eine Schiene außen rum. Jetzt nochmal. Warte mal. Wieso geht das hier nicht? Wieso geht das hier nicht? Das hatten wir doch letztes Mal auch schon, das Thema. Mit den ausgehenden Routen. Irgendwas ist hier noch. Ah, hier genau, die Ölraffinerie an sich als Special-Gebäude. Wahrscheinlichkeit für Uni-Abschlüsse stadtweit plus 1, plus 5% Interesse an universitärer Bildung und 2% mehr Effizienz. Wow. Riesengebäude hier auch schon wieder.
Ja. Hau mal hier rein. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Einfach 1000 XP gegeben. Okay, aber was ist denn jetzt mit dem Zughammer? Warum funktioniert das hier nicht? Von hier aus eine Route erstellen. Habe ich jetzt draufgeklickt. Und nun? Hier einen Wegpunkt zufügen. Hier einen Wegpunkt hinzufügen. Und nun kann ich das doch abschließen, oder? Genau. Und jetzt müsste ich doch eine Güterzugroute haben. Genau. Okay. Sehr gut. Das funktioniert. Pardon. Wichtig und richtig. Immer noch Kriminalität. Warum? But why? Machen wir da halt nochmal was rein. Und dann walzen wir mal wieder. Wir walzen weiter. Damit wir hier noch ein bisschen Platz haben. Die Walze muss walzen. Und wir brauchen dringend das nächste Level in der Stadt. Damit ich da noch ein bisschen weitermachen kann. Damit ich hier alles freikaufen kann. Weil sonst kriege ich ja langsam Platzprobleme. Ich habe alles vollgebaut. Dass wir hier einfach noch ein bisschen das Ganze weiterbauen können. Kann ich nämlich hier das Grid, das ich mir hier schon erschaffen habe, einfach nochmal weiter treiben. Sehr gut. Und dann machen wir auch hier schön Anno-like unsere große Stadt. Muss dann eben nur gucken mit Öffentlichen, was ich da dann noch machen will. Irgendwas muss ich noch machen. Warte, ist das da so hässlich? Naja, dann machen wir es halt nicht. Dann machen wir das einfach hier. Was wird nachgefragt? Immer noch die hohe Kriminalität. Also, da müssen wir einfach ein bisschen warten, glaube ich. Da müssen wir einfach ein bisschen warten, bis die dann happy werden. Mangel an Unterhaltung. Unzuverlässige Gesundheitsabsorge. Abdeckung. Absorge, genau. So nennt man das. Ja, dann machen wir hier in die Ecke noch einen Arzt rein. Ich denke mal, das wird helfen. Wie schaut es aus mit den Finanzen? Müssen wir noch irgendwas drehen hier? Vielleicht mal die Steuern leicht erhöhen. Und was können wir noch machen? Ja, das passt hier eigentlich. Die alte Fabrikkammer freigeschaltet. Hier. Alte Fabrik. Ein altes Fabrikgebäude, das zu einem luxuriösen Wohnhaus umgebaut wurde. Wieder hier die Lofts am Kicken. Dann machen wir das mal hier rein. Schauen wir uns mal an, das Ganze. Ah, das schaut schon schön aus hier. Schön alter Backstein. So eine alte Fabrikloft. Das ist auf jeden Fall Lebensqualität pur da drin, ne? Lebensqualität pur. Nicht schlecht. Ah, der Winter hat auf jeden Fall die Stadt fest im Griff. Fest im Griff hier. Ah, gefällt mir auf jeden Fall gut. Machen wir hier nochmal eine Grundschule rein. Dann müssen wir mal gucken mit der Bildung. Dass wir hier noch ein College reinhauen. Dass wir die auch noch ein bisschen weitergebildet bekommen. Die Sekundarschule, die brauchen wir. Uni haben wir ja schon.
Da kommen die Leute dann von außerhalb an. Gehen bei uns auf die Uni und bleiben dann hoffentlich natürlich auch in unserer wunderschönen Stadt hier. Also, naja, schön weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal, funktionieren, ne? Ich weiß nicht, von wie vielen Städten man behaupten kann, dass sie funktionieren. Von daher sollte man schon auch als Kriterium anwenden. Warum ist das hier schief? Warum ist das hier schief? Die eine Straße ist gerade, die andere auch. Trotzdem ist hier schief. Aber weißt du was? So ein bisschen schief muss auch sein. Alles Kerzen gerade wäre ja langweilig. Mut zur Lücke. Und dann machen wir den hier auch noch fertig. Die ist natürlich beheizt, deswegen liegt da kein Schnee drauf. Das ist Rasenheizung hier. Da muss ja auch mit der Zeit gehen, ne? So, da haben wir noch ein Theateranwesen. Das könnten wir noch mal hier reinhauen. Einfach hier mitten drin. Dann sind die hier im Umkreis auch alle happy. Schöne Bude hier. Und auch hier natürlich die Rasenheizung, ganz, ganz klar. Für die Terrassenheizung war dann leider kein Budget mehr da. Man muss aber halt auch einfach Prioritäten setzen, ist ja ganz klar. Markieren hier nochmal die Shoppingmeile. Damit die hier auch alle was zum Einkaufen haben. Dann kriegen wir Villa City. Eine Soda-Bar der alten Schule. Auf der großen Dachterrasse können Stammkunden ihre Getränke und gleichzeitig die Aussicht genießen. Plus 3 Wohlbefinden. In einem Umkreis von 500 Metern. Minus 1% Kosten für Importe stadtweit. Und plus 1% Attraktivität. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hier so ein kleines Restaurant. Und damit haben wir das größere Städtchen. Das größere Städtchen ist da. Damit haben wir jetzt freigeschaltet. Gewerbegebiete mit hoher Dichte. Und ein neues Darlehenslimit. Sehr schön. Das heißt, wir können auch wieder was entwickeln. Jetzt ist die Frage, was? Wir haben auf jeden Fall schon die Zentralbank gemacht. Wir könnten auch Sportparks gehen. Oder... Oder auch nicht. Oder vielleicht auch mal noch auf eine... Auf ein Krankenhaus vielleicht noch. Das könnten wir vielleicht noch machen. Wasseraufbereitungsanlage. Maybe. Maybe, maybe. Parkplätze hätte ich irgendwie Bock drauf. Und Tiefgaragengebäude. Let's go. Ja, da habe ich Bock drauf. Und dann haben wir noch einen Punkt übrig. Kriege ich den noch ausgegeben hier? Für einen Schutzraum. Hm. Nee, das passt schon. Das passt hier ganz entspannt. Dann ist nur noch die unzuverlässige Gesundheitsabdeckung ein Thema. Aber ich habe auch keine Ahnung, was ich da machen soll. Wahnsinn, wie viel Nachfrage wir immer noch hier haben nach Low Density. Das kann ich mir immer noch nicht erklären, was da los ist. Aber es ist, wie es ist. Und auch wenn hier dran steht, dass wir Minus machen, machen wir effektiv Plus. Also keine Ahnung. Aber gut. Okay, was haben wir hier? Wir haben 1100 Buslinienbesucher gehabt. 82 Passagiere in Route 2.
Das ist schon mal gut. Die Züge machen auch ordentlich Fracht. 6.300 im Monat. 6.300 im Monat. Das ist krass. Dann machen wir hier noch ein paar Parks rein. Tja, kriege ich alles nicht so richtig abgedeckt hier. Bildhaueranwesen. Okay, was haben wir da? Plus 6 Wohlbefinden. Machen wir rein. Ja, nicht schlecht. Mit Tennisplatz hinten dran sogar. Der Tennisplatz ist hier. Sehr schön. Ja, der lässt sich gut gehen. Der lässt es sich gut gehen. So, jetzt muss ich kurz pausieren, denn wir haben leider wieder den kritischen Wert erreicht beim Abwasser. Okay, sollte passen. Sollte passen. Hat hier aber nochmal richtig ordentlich rückgestaut. Ach du liebe Güte. Sekundarschule. Grundschule müssen wir auf jeden Fall noch eine machen. Schaut gut aus. Vielleicht kann ich ja hier bei der höheren Schule einfach noch einen Erweiterungsflügel machen. Sportplatz. Mal noch ein paar Bibliotheken dran. Bessere Chancen auf einen Schulabschluss. Na, wer sagt's denn? Bisschen Bildung hat doch noch niemanden geschadet. Ich meine, wir sind jetzt pleite deswegen, aber wir sind zumindest eine Stadt mit guter Bildung. Das ist mir wert. Ja, 20.000 Einwohner. Das ist doch auf jeden Fall mal eine Messgröße. Und wir sind gleich beim nächsten Städtchen. Bei der Kleinstadt. Damit kriegen wir dann Büros mit hoher Dichte. Neues Darlehenslimit, ein bisschen Geld. Autobahnen, Verbrennungsmotorenverbot und Stadtwerbung. Und so langsam macht die Stadt halt auch schon was her. Also gerade da drüben dieser Bezirk, das ist schon riesig hier. Ja. Da war noch was. Hier war ja auch noch was. Jetzt ist der auch verbunden hier. Warum ist hier eine Stromleitung angezeigt? Weil das eine Untergrundstromleitung ist. Und die ist so untergrund. Dass ich die hier gar nicht gesehen habe. Aber passt. Okay, kann ich hier noch irgendwo, genau, Untergrundmodus anschalten.
Können wir das hier noch wegmachen. Und dann können wir auch das hier wegmachen. Denn das brauchen wir hier auch nicht mehr. Sehr schön. Das hier ist ja auch nochmal ein Zugdepot, genau. Dass das Depot an sich halt auch angeschlossen ist. Und da müssten wir aber jetzt natürlich noch gucken, dass wir den hier auch anschließen, actually. Sehr schön. Ja, wird eine schwierige Kurve da. Aber es sollte funktionieren. Da ziehen jetzt die ganzen Leute aus, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Und jetzt sollten wir jeden Moment wieder in die nächste Stufe rein können. Gucken wir mal. Und anscheinend sind wir wirklich ein Paradies für Low Density. Die können hier gar nicht aufhören einzuziehen. Von daher würde ich sagen, wenn sie unbedingt kommen wollen, dann sollen sie doch gerne einziehen. Dann hoffe ich, dass wir jetzt dann gleich auch die nächste Stufe haben. Ja, man sieht, finde ich, schon auch ganz gut einfach die Massivität des Ganzen. Ich finde, die kommt auf jeden Fall gut rüber. Und damit haben wir die Kleinstadt. Meilenstein Nummer 10. Und damit haben wir eben auch im Forschungsmenü nochmal 11 neue Punkte, mit denen ich hier reingehen kann und mir noch eine Sache aussuchen kann. Oh, ist die Frage. Central Intelligence Bureau. Ist halt sehr teuer, aber würde unser Kriminalitätsproblem lösen. Da machen wir das. Das packen wir hier auch in die Mitte, wenn es geht. Nee, geht nicht. Dann packen wir den hier ran irgendwo. Schauen uns den mal an, ja. The Central Intelligence Bureau. Ja, mächtiges Gebäude. Mächtiges Gebäude. Könnte auch die Arena für irgendeinen zukunftstechnischen Sport sein. Irgendeine wilde Sportart. Bungee-Wall-Ping-Pong oder so. Keine Ahnung. So, und während wir hier das Viertel hochziehen, merke ich gerade aus dem Augenwinkel, dass Wasser knapp wird. Von daher müssen wir mal wieder eine neue Wasserpumpstation hier anschließen. Das war einfach auch wieder hier eine etwas bessere Versorgungsgrundlage haben. Und die brauchen natürlich auch wieder ihre Straße hier. Aber das sollte auf jeden Fall wassertechnisch auch hoffentlich wieder ein bisschen das Ganze entspannen. So dass die dann auch hier hinten ihr Wasser bekommen. Wir haben jetzt halt immer noch diese Behandlungsgeschichten hier. Das ist nicht gut. Das ist halt echt nicht gut. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das gelöst werden kann. Irgendwas ist da mit diesen Krematorien. Irgendwas funktioniert da nicht richtig. Wir werden sehen. Wir haben noch 8 Kacheln. Aktuell. Da
Das heißt, was wir noch machen könnten, ist, was wir auch schon letztes Mal machen wollten. Und zwar vielleicht irgendwie einen Hafen oder so. Wir können den einfach hier so machen. Die restlichen Kacheln können wir hier wieder daneben weiter reingehen. Sehr gut. Wäre halt schön, wenn man irgendwann auch mal eine andere Nachfrage außer Low Density hätte. Ich meine, das dauert auch ein bisschen. Weil man muss halt auch seine Bürger bilden. Und mit mehr Bildung bekommen die dann halt auch besseres Einkommen, bessere Jobs und damit halt dann eben auch natürlich die Möglichkeit, sich auch nochmal ein bisschen, ich sag mal, unabhängiger vom familiären Hause nochmal aufzustellen. Dann werden aus den jungen Erwachsenen nicht mehr ganz so junge Erwachsene. Und die suchen sich dann eine eigene Bude. Aber das dauert. Und in der Zwischenzeit explodieren hier die Low-Density-Dinger. Das ist unfassbar hier. Kann einfach ein Viertel nach dem anderen hier draufhauen. Das hört gar nicht mehr auf. So, das Geld ist da. Das heißt, wir bauen nochmal ein zweites Solarkraftwerk. Da muss ich erstmal schauen, wohin damit überhaupt. Das Ding ist riesengroß. Aber ich schätze mal, ich krieg das vielleicht noch hier oben in die Ecke. Wobei, vielleicht würde ich es auch lieber hier in der Ecke haben. Denn das Ganze muss ja auch noch an die ganzen Hochspannungsdinger angeschlossen werden. Vielleicht hier. Passt das hier noch in die Ecke? Ja. Dann drehen wir den noch einmal. So, und dann einmal in die Straße angeschlossen. Und dann natürlich einmal an den Strom angeschlossen. Schon haben wir auf jeden Fall ein bisschen was weg. Bräuchten wahrscheinlich nochmal ein Solarkraftwerk. Nochmal eins und dann haben wir es. Dann müssen wir nicht mehr Strom importieren. Und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Okay, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Wir müssen natürlich auch noch unsere ganzen neuen Viertel hier mit Postkästen versorgen. Denn sonst haben die ja gar keinen Zugang hier. Und dementsprechend machen wir mal hier auf ganz entspannter Basis überall die Postdinger hier rein. Damit die hier auch alle schön ihre Post abgeben können. Und hauen hier überall die Postkästen rein. Sollte die auch nochmal ein bisschen glücklicher machen. Und wenn die glücklich sind, gibt es natürlich dann auch wieder mehr Moneten für uns. Klassischer Win-Win. Und wo so viel Post produziert wird, muss natürlich dann auch noch eine Poststelle her. Die mache ich mal hier an die Ecke. Hinter dem Stadion kommt das Postamt. Und das kriegt dann auch noch mal ein paar Postlager. Ich denke mal, damit sollte das dann auch ein bisschen besser laufen. Und wir sollten dann auch wieder eine etwas bessere Postverarbeitung hinbekommen, sobald das mal ein bisschen angelaufen ist. Das nächste ist, wir müssten mal schauen wegen Internet. Denn ich denke mal, hier unten haben wir ja noch nichts. Könnten wir hier noch mal so einen Mast noch reinhauen.
Sehr gut. Ich denke mal, das hat jetzt auf jeden Fall einiges bewirkt. Ist halt auch ziemlich teuer, der Telekommunikationsturm. Ist halt auch ziemlich teuer. Müssen wir mal gucken, dass wir da noch im Plus bleiben. Aber sollte halt hier einfach das ganze Gebiet auch mit Internet versorgen, sodass wir auch bei einer Gegend mit vielen Haushalten trotzdem gute Internetverbindung haben. Okay, jetzt haben wir 1,9 Mille auf der hohen Kante. Das heißt, wir müssen mal wieder schauen, wo ich das überhaupt sinnvoll anwenden kann. Und ich sehe hier eben eine Baustelle. Das ist das College. Das heißt, wir bauen jetzt hier in die Ecke nochmal eine neue College-Anlage und bauen da auf jeden Fall auch nochmal ordentliche Erweiterungen rein. Und dann hoffe ich einfach mal, dass hier auch der Bildungsstandard sich ein bisschen heben lässt und damit dann hoffentlich eben auch die anderen Einwohnerarten kommen. Bin sehr gespannt darauf, was wir hier gleich für Gebäude sehen werden. Freue mich aber auf jeden Fall darauf, dass ich jetzt auch so ein kleines bisschen zumindest einen Fortschritt merke. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dann bald auch nochmal neue Einwohner einfach begrüßen dürfen. Weil ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen mehr Dynamik mit reinbringen wird. Wir brauchen jetzt auch noch viel, viel mehr Colleges, merke ich. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fehler gewesen in dieser Stadt, dass ich zu wenige Colleges gebaut habe für diese ganzen riesigen Gebiete hier. Und damit halt eben auch gar nicht die ganzen Leute hier weiterbilden kann. Also da werden wir auf jeden Fall auch reingehen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was hier gebaut wird. Was hier gleich entsteht, mitten im Zentrum. Bevor man dann hinausblickt auf die Mauer. Auf die Mauer des Schnees und davor das Meer der Häuser. Und hier haben wir sie, die ersten richtigen Hochhäuser. Wir hatten sie ja schon einmal in der letzten Folge kurz gesehen bei den Wohnhäusern. Aber jetzt sehen wir die ersten Office-Hochhäuser. Lifto Electronics hat sich hier reingehauen. Und jetzt haben wir die Kreisstadt am Start. 2,8 Millionen kriegen wir und natürlich auch 11 Entwicklungspunkte. Sehr, sehr schön. Und damit kann ich auch mit den 18 Kacheln nochmal hier an der Seite ordentlich expandieren und die Stadt nochmal ein bisschen größer machen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal das Ganze größer und dann vielleicht sogar nochmal zur Seite rein. Hier einfach in den Berg hier hinein. Wir fräsen uns hier einfach drin. Und ich denke mal, dann sollten wir hier auf jeden Fall eine ganz gute Basis einfach haben. Da machen wir noch die 100%. Dann kann ich mich hier schön reinfräsen. Bitte kein Wasser. Das Grundwasser ist woanders. Dann gehen wir hier einfach schön rein. Sehr schön. Und dann kann ich da nämlich gleich nochmal ein schönes Viertel hochziehen. Und hier können wir nochmal ein Industriegebiet machen vielleicht. Das wäre eigentlich auch eine Option. Schauen wir mal. Und jetzt bekommen wir hier noch den Garten des Epikur. Was ist das denn? Dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Das schaut doch wirklich klasse aus. Das ist da auch wieder ein sehr, sehr, sehr schönes Gebäude. Also ich muss sagen, diese Signature Buildings, die finde ich bisher auf jeden Fall spitzenklasse. Da schaut das eine schöner aus als das andere. Wirklich, wirklich schönes Gebäude hier. Und damit sind wir auf dem Weg zum letzten Meilenstein. Einen Meilenstein haben wir hier noch in dieser Serie. Dann kommen wir zur mittleren Stadt und damit schließen wir das Ganze dann halt auch ab und gehen dann zu Release natürlich in ein richtiges Let's Play, wo ich dann auch eher in meinem Stil das Ganze machen kann. Ich muss auch wirklich sagen, ich tue mich schwer damit, jetzt hier stundenlanges Gameplay zusammenzuschneiden und zusammenzukürzen.
Denn dadurch geht irgendwie der ganze Flow verloren, indem ich das Ganze halt auch spiele, nämlich schön gemächlich. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf den Release und natürlich dann auch auf das Let's Play. So, und dann haben wir hier unten noch ein bisschen Platz. Und dann machen wir natürlich auch noch ein weiteres College hin. Und dann bin ich, glaube ich, auch so weit, dass ich wieder so ein bisschen im Soll bin. Ich mache hier nochmal so einen Erweiterungsflügel drauf. Und dann schauen wir nochmal. Mit Erweiterungsflügeln, ja, wir brauchen noch ein weiteres College. Wir haben jetzt hier schon wirklich eine Armada von Colleges hier in den ganzen Einfamilienhäusergebieten. In den ganzen Familienbereichen. Jetzt haben wir nur kein Geld aktuell. Von daher, ich muss noch ein bisschen sparen. Aber dann hoffentlich kriegen wir die Bildung ein bisschen gerettet. Ansonsten brauche ich dann hier in der Ecke noch ein bisschen Gewerbe, damit die dann natürlich auch ihr Geld ausgeben, ihr hart verdientes, in den Geschäften. Aber dann schaut das doch schon ganz gut aus. Eine Sache, die wir noch ausgeben müssen, sind die Entwicklungspunkte. Und da ist jetzt halt die Überlegung, machen wir vielleicht einfach hier das Kraftwerk noch frei, das Kohlekraftwerk. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen Strom ran. Ansonsten können wir uns noch die moderne Wasserpumpstation auch überlegen, um da halt auch noch weiter reinzugehen. Oder wir gehen noch rein ins Gesundheitsforschungsinstitut. Das könnten wir auch machen. Vielleicht machen wir das. Das haben wir nochmal ein schönes Gebäude. Brauchen wir eine Mille. Die haben wir dann gleich und dann treffen wir uns gleich und bauen dieses Gesundheitsforschungsinstitut. Schauen uns das Ganze mal an. Wir haben nämlich hier immer noch Leute, die sich über die Gesundheitsfürsorge beschweren. Von daher, vielleicht hilft das ja. Jo, wird mal wieder Zeit für ein Schul-Upgrade. Ich glaube, wir können hier eine Grundschule nochmal platzieren und dann hier oben vielleicht dann nochmal eine. Ich habe hier auch überall noch Kreisverkehre hingespammt, aus zwei Gründen. Einerseits, ich mag Kreisverkehre und zum anderen, vielleicht noch ein bisschen wichtiger, ich dachte mir, für die fortwährende Verkehrsflussoptimierung wäre das auf jeden Fall eine Idee und scheint auch bisher auf jeden Fall ganz gut zu funktionieren. Also der Verkehr, der flutscht wunderbar hin und her. Ich bin sehr gespannt darauf, ob auch hier diese riesige Wand, diese riesige Gebirgswand, ob die dann irgendwann noch wegschmilzt oder was mit der passiert, wenn ich die jetzt hier einfach so lasse. Aber schaut auf jeden Fall sehr, sehr imposant aus. Und ja, die Bildung hat leider nicht den gewünschten Effekt bisher gezeigt. Also ich habe immer noch keine Nachfrage nach irgendeiner anderen Art von Bewohnern. Aber naja, wir werden einfach das Ganze weiter beobachten. Und derweil baue ich hier nochmal ein bisschen Colleges und hoffe dann eben einfach, dass sich das irgendwann einmal einrenkt. Wir sind ja auch schon knapp dran, dass hier eben alle zugangsberechtigten Leute auch tatsächlich eine Anstellung bekommen. Ich sehe allerdings auch gerade, wir haben nur 1400 Leute dann auch tatsächlich in diesen Colleges. Von daher, ja, da muss ich mal gucken, ob das jetzt so schlau war, so viele davon zu bauen. Aber gibt ja auch EP und wir wollen ja auch unser Ziel erreichen. Eine weitere Baustelle ist jetzt hier noch aufgeploppt und zwar haben wir ein kleines Müllproblem. Diese Stadt produziert viel zu viel Müll für das, was wir gerade verarbeiten. Wir haben aktuell eine Müllproduktion von 180 Tonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir haben aktuell eine Müllverarbeitung von 0,5. Ja, also man könnte sagen, die Stadt versinkt im Müll. Das wäre aber jetzt natürlich ein bisschen dramatisch formuliert. Also ich würde sagen, es gibt schon auch noch so ein, zwei Bäume, die das Ganze ein bisschen ausgleichen. Aber ja, es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Deswegen machen wir hier auf jeden Fall noch so ein paar kleine, ja, Mülldeponien hin vielleicht, damit wir das Ganze auch ein bisschen besser verarbeitet bekommen.
Den kriegen wir hier auch noch mit drauf. Und kriege ich hier vielleicht noch was reingestellt? Ja. Easy peasy. Das kann man ja einfach hier draufstellen. Sehr gut. So, und da sind wir angelangt am Finale hier von dieser kleinen Vorschau-Episode. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Stadt hier ist eine absolute Vollkatastrophe. Also man sieht hier, die Leute können ihre Mieten nicht bezahlen. Die müssen die ganze Zeit ausziehen. Wir haben hier viel zu viele Einfamilienhäuser. Also diese ganze Balance habe ich noch überhaupt nicht hinbekommen. Eine Baustelle, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, die mir jetzt gerade aus dem Augenwinkel aufgefallen ist. Wir haben auch keinen vernünftigen Zugang zur Stadt. Das heißt, wir haben hier einen gigantischen Stau für die Leute, die hier in die Stadt rein wollen oder aus der Stadt raus. Und auf der anderen Seite auch ein unglaublicher Stau. Also die warten hier teilweise 4 Jahre, bis die überhaupt die Stadt mal betreten dürfen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Optisch müssen wir gar nicht lang diskutieren. Das ist aber auch ein bisschen einfach der Zeit geschuldet. Ich wollte halt auch ein bisschen was mit reinbringen in diese kurze und knackige Geschichte und halt auch noch ein paar Sachen zeigen. Aber bin irgendwie gefühlt zu überhaupt nichts gekommen. Also ich mag das irgendwie auch gar nicht, einfach so viel Content dann auf eine halbe Stunde oder halt in diesem Fall jetzt eine Stunde zu kürzen und da so ein bisschen zusammenzupressen. Das ist einfach nicht meine Art, wenn es um solche Geschichten geht, um sowas, was ja eigentlich für mich dann doch eher als Let's Play präsentiert gehört. Also von daher, da freue ich mich auch schon sehr auf den Release, wo ich euch dann das Ganze einfach in etwas gemütlicherer Form auch zeigen kann. Und wenn ihr das auf jeden Fall sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und gibt es da auf jeden Fall ein schönes Let's Play. In ganz klassischer Form. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein paar Parks hin. Ein paar kleine Parks hier. Und damit haben wir den 12. Meilenstein, die mittlere Stadt, freigeschaltet. Wir bekommen jetzt hier nochmal 3,2 Millionen zum Ausgeben. Und wir bekommen vor allem auch noch 12 Entwicklungspunkte. Wie wäre es denn, wenn wir ein Raumfahrtzentrum bauen? Das ist doch etwas, was wir brauchen, oder? Das ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen. Wir können es uns nicht ganz leisten. Ach, weißt du was? Wir leihen es uns jetzt einfach hier fürs Finale noch schön 7 Mille ausgeliehen. Ganz entspannt. Und dann bauen wir uns hier ein schönes kleines Raumfahrtzentrum. Das gab es ja auch schon beim letzten. Jetzt ist mir schon wieder ein Speicherstand zerschossen gewesen, gerade wo ich die Raumfahrtstation bauen wollte. Aber man muss dazu sagen, das Ganze ist hier halt natürlich auch einfach ein Early Access Bild. Aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt hier noch einmal die Raumstation präsentieren. Deswegen schalten wir die nochmal frei und bauen die einfach nochmal. Und vielleicht kriegen wir sogar noch den Flughafen gebaut. Ich werde mir jetzt erstmal hier noch ein schönes Darlehen noch auszahlen lassen, damit wir uns das auch leisten können. Und dann gehen wir dahin, wo wir noch Platz haben, hier in die Ecke. Und machen erstmal hier noch so ein schönes Raumfahrtzentrum rein. Das ist doch perfekt hier. Können die dann vielleicht auch eine Rakete starten? Wäre das vielleicht noch was für heute? Oder eher nicht? No. Wir werden sehen. Und dann machen wir hier noch einen Flughafen da rein. Ungefähr hier vielleicht. Und machen dann hier vielleicht auch noch den Straßenanschluss. Das ist natürlich sehr schön, ne? Hier neben dem kleinen Wohngebiet schön den Flughafen erstmal ran, ne? So gehört sich das. Und dann brauchen wir natürlich... Oh, was ist jetzt los? Ne, es geht noch weiter. Okay, cool. Wir brauchen dann natürlich hier auch noch ein paar Erweiterungen. Frachtterminal, Business Lounge, ist doch ganz klar. Und dann sollten wir hier auch plötzlich einen Ausgang haben, einen Frachtausgang. Und damit sollte es doch auf jeden Fall losgehen. Oh, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar kleinere Glitches. Aber wie gesagt, das hier auf jeden Fall noch eine Early Access-Version. Das darf man halt bei der ganzen Geschichte hier natürlich nicht vergessen. Und ja, das war's an der Stelle dann auch schon von dieser kleinen Preview. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet die ein oder andere Sache mitnehmen. Aber wie gesagt, in meinem Tempo gemütlich, aber trotzdem mit allen Details, gibt es dann natürlich auch wieder ein ganz klassisches Let's Play ab Release. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Und ja, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.